Willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Salvation in der Wüste Mexikos. Haben jetzt gerade hier einen... Was haben wir denn gefunden? Ein Laserzielgerät. Und das können wir jetzt kombinieren mit dem Revolver. So. Und da haben wir nämlich jetzt schon gesehen, dass hier unter Wasser so eine Holzwand ist. So, beziehungsweise so ein paar Holzbretter, die wir einschießen können. Yes, und da liegt der Schlüssel drin. So, dann würde ich nämlich sagen, nehmen wir das mal mit. Setzen es ein und sind gespannt, wo wir hinkommen. So, hier oben ist das Schlüsselloch. Auf der linken Seite der Tür. Rein damit. Eldorado. Key. Jetzt kommen wir nach Eldorado. Okay. Sieht richtig cool aus, Leute. Richtig cool. Schön. Ist so schön gemacht hier an der Stelle. Bin schon wieder begeistert. Das geht nicht einschießen. Ja, laufen wir mal weiter. Da drüben wird es irgendwie sehr hell. Sehr, sehr hell. Mal gucken, was da kommt. Sonora Desert geschafft, oder was? Ja, Leute, wir haben das Secret verpennt. Das geht ja mal gar nicht. Das ging jetzt echt schnell, Leute. Wir haben Sonora Desert gepackt und sind jetzt im nächsten Level. Und zwar The Lost City of Eldorado, das finale Level von Tomb Raider Salvation, wo das fünfte Artefakt auf uns wartet. Wir können dann alles zerstören und die Welt retten. Meine Theorie mit den Sockeln hat nicht gepasst. Fällt mir gerade auf. Wieder mega schön hier. Aber es ist so kurz. Wieso sind die Level so kurz? Das ist so schade. Ich hätte jetzt echt gedacht, da kommt noch was. Und vor allem das Secret. Das haben wir voll verpennt irgendwo wieder mal. Obwohl wir jetzt bei Salvation mit den Secrets gar nicht so schlecht waren, muss ich sagen. Aber das, naja, geht besser. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall in Eldorado, was auch immer das ist. Auf jeden Fall wieder mit wahnsinnig schöner Musikbegleitung. Das kann ich schon mal feststellen. Also unser Ziel, 2/3 an Secrets zu finden in Custom Levels, werden mit diesem Abschnitt leider schon mal nicht packen. In der Gesamtheit von Salvation aber auf jeden Fall. So, hier haben wir einen Block. Jetzt ist die Frage, wo der hin muss. Gute Frage, nächste Frage. Ach, muss der echt darüber? Nee, oder? Da ist ja auch ein Block. Da wahrscheinlich. Gucken wir mal, ob wir da uns irgendwie reinziehen können. Oh, die Musik ist wieder so schön, Leute. Das ist voll krass. Ach, das ist eine Tür, oder? Und da kann man das einschießen. Ich weiß noch nicht so recht. Oder flutet man das mal? Weil das sieht aus wie so eine Unterwassertür, die man aufmachen kann. Kann auch sein, dass wir hier irgendwas fluten. Ist hier unten Wasser? Das könnte da rauskommen, ne? Oh, ist das eine schöne Umgebung, Leute. Krass. Krass, wie schön das hier ist. So, schieben wir mal den Block da drauf. Ich glaube, das macht irgendwie Sinn. Scheint so eine Druckplattform zu sein. Ist da drüben vielleicht auch eine für den... Ah, ne, jetzt haben wir die Tür aufgemacht. Also fluten wir hier nichts. Das war eine falsche Idee. Aber wir haben jetzt hier oben einen Gang, den wir rein können, und haben drüben einen aufgemacht. Gucken wir erstmal hier rein. Okay. Oh mein Gott! T-Rexe! Den habe ich jetzt gerade gar nicht gerechnet hier in Eldorado. Oh Gott, das ist ein richtiger Granatwerfer. Okay. Weg sind sie. Okay, okay. Wir haben zwar ein paar Granaten daneben gepfeffert, aber egal. Okay, da drin geht's weiter. Da ist ein schöner Pool.
wirklich gestalterisch wieder ein mega schönes Level. Also bei diesem Spiel trifft's wirklich klein, aber fein. Das ist die Aussage, die Salvation sehr gut beschreibt, finde ich. Was denn das? Sieht aus, als wäre da eine Textur dahinter. Das einschießen? Irgendwie sieht das aus, als könnte man da hin. Aber ich glaube, das geht nicht. Aber wieso sind dann so Texturen da? Ich habe nämlich rausgefunden, wir haben ja in dem dritten Teil Salvation, in dem Unterwasser-Part, ein Secret übersehen, ne? Und da habe ich jetzt rausgefunden, weil mein Bruder das gerade spielt und der will immer alle Secrets haben und hat das danach gelesen und so. Der ist dann noch ein Ticken krasser als ich, Secret-mäßig. Und zwar ist das einfach mitten in einem Tauchgang eine Wand gewesen, durch die man durch konnte. Kannibalen. Wo man einfach durch die Wand durchtauchen musste. Man hat nichts gesehen. Einfach nur eine Wand. So ein ganz dünner Spalt, wo man einfach durch die Wand musste. Zum Secret. Kann man meines Erachtens nicht finden. Und da dachte ich, ist das hier vielleicht gerade ähnlich. Weil das Gestrüpp da rausguckt. Deswegen dachte ich, da könnte vielleicht ein Secret versteckt sein. Also ein unfassbar schwer verstecktes Secret war das. Aber dafür gibt es in diesem Spiel auch wirklich unfassbar einfach versteckte Secrets. Also das ist echt eine interessante Mischung hier. Und das erinnert mich sofort an Urlaub hier. Dieser Pool mit den Fliesen. Also da stelle ich mir gerade vor, bin ich wirklich im Urlaub irgendwie am Pool und hole mir gleich einen Cocktail oder einen Wein und chill echt mal so die Basis. So ein Feeling hat das gerade hier für mich. So, tauchen wir mal hier durch. Mal gucken, wo das hinführt. Vielleicht direkt in den Urlaub? Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall heute meine Reisebestätigung bekommen, weil ich im Mai nach Rimini, Italien fahre. Für eine Woche. Da freue ich mich schon mega drauf. Ob wir hier durch den Gang nach Rimini kommen, wer weiß. Dass ich da direkt Urlaub machen kann, das wäre perfekt. Ach, hier ist eine Sackgasse. Da brauchen wir nicht weiter gucken. Wo sind wir denn jetzt hier? Da ist schon mal ein Unterwasserhebel auf jeden Fall. Ziehen wir mal. Öffnet uns eine Tür. Glaube ich schon mal wichtig. So, hier ist eine Sackgasse. Kann man hier überhaupt raus? Gute Frage. Nächste Frage. Ich glaube, an der Stelle kann man wirklich nur tauchen und den Schalter ziehen, aber nirgends rausklettern. Kann das sein? Aber die Musik ist wieder so wahnsinnig schön. Das ist echt Wahnsinn. Optisch und musikalisch ist Salvation für mich eine absolute volle Punktzahl. Sowas von. Nonplusultra für mich. Der einzige Kritikpunkt, den ich üben kann, ist, dass die Level so kurz sind und es so schade ist, weil das alles so schön ist und man gerne wirklich mehr davon erleben würde. Ist ja wirklich kurz und knackig. Aber auch sehr abwechslungsreich, finde ich. Also es ist wirklich fast perfekt. Ich würde eine 9 von 10 geben. Für Salvation, jetzt im aktuellen Stand. Wir sind noch nicht fertig, aber zum perfekten Custom-Level fehlen die Level halt noch ein bisschen größer. Finde ich. Sonst ist es wirklich Nonplusultra. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Hier haben wir Fackeln liegen. Haben wir noch was hier? Jetzt laufen wir einmal noch mal rundrum, um das Becken. Das abzuchecken. Das Becken abzuchecken. Okay, da kann man nirgendwo rein. Ich dachte, da wäre vielleicht irgendwo ein Kriegsschacht versteckt oder so, wo man da mal rein könnte. Das ist die Tür, die wir geöffnet haben.
Schon wieder ein T-Rex. Oh, 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 oh. Da brauchen wir jetzt ganz schnell so einen Granatwerfer. Oh. Jetzt haben wir daneben geknallt, aber es ist mir egal. So, die Stelle verlassen wir gerade erst nochmal, weil wir auf der anderen Seite ja auch noch was geöffnet haben. Da will ich jetzt nochmal erst hin. Weil ich weiß nicht, ob wir da nochmal so zurückkommen. Deswegen verlassen wir gerade diesen Part hier nochmal kurz. Genau, das war der Teil mit diesem komischen Gestrüpp, was durch die Wand guckt. Da drüben wollte ich nochmal kurz rein. Und das steht nämlich noch aus. Ah, okay, hier kann man... Ah, da ist ein Idol versteckt. Jetzt haben wir aber nicht mehr so viel gute Muni. Muss eine Pistole nehmen. Ich weiß nicht, ob wir das Revolver nochmal brauchen mit Laserzielgerät. Ist mir jetzt zu heiß, das zu verschwenden. Raptoren-Fight. Die halten schon echt viel aus. Aber wir haben sie jetzt zumindest schon mal mit einer Granate geschwächt. Aber solange kein T-Rex kommt, bin ich ja zufrieden. So, nehmen wir erstmal dieses Idol hier mit. Das ist bestimmt wichtig. So, einmal Idol. Gucken, wo das später rein muss. Ah ja, hier ist auf jeden Fall auch nochmal eine Tür. Hä? Oder ist die von der Seite halt? Ah ja. Ach, jetzt sind wir hier die Stelle, wo wir nur tauchen konnten. Ah ja, interessant. Und da ist ein Flugvogel. Das ist ein Flugdinosaurier. Also hier leben wirklich noch Dinos in Eldorado. Ich hoffe, wir treffen den auch. Ah ja. Okay, Frage hat sich beantwortet. Und wir nehmen jetzt mal ein kleines Medipack nochmal. So, also einmal Munition. Können wir wieder Schrotflinte benutzen. Sehr gut. Einmal hier rüber. Nein! Wann haben wir das letzte Mal gespeichert? Wo war das? Hier. Sehr gut. Tja, kann man hier in die Mitte noch? Da ist was, oder? In der Mitte. Aber ich glaube, da kommen wir von der Seite nicht dran. Da müssen wir nach unten. Aber nicht nach da unten, Lara. Das ist keine gute Idee. Ich finde diese Musik so wahnsinnig beruhigend im Hintergrund. Ja, das muss aber gehen. Der Sprung muss gehen. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Das muss gehen. Oh. Jetzt bin ich gerade aus Versehen auf Windows gekommen. Aber es ist, glaube ich, nichts weiter passiert. Ja, komisch, gell, dass Lara den Sprung nicht macht. Der muss eigentlich gehen. Es kann nicht sein, dass der Sprung nicht geht. Ja, geht. Komisch war da, wo da jetzt gerade das Problem war. So, dann... Ach, da oben liegt eine Maske. Haben wir nicht davon genug hier momentan in unseren Zeiten? Nein, ich verliere jetzt keinen Kommentar zu diesen aktuellen Zeiten. Das ist einfach alles nur traurig. Ach, das ist der Flugdino, der hier im Wasser liegt mit dem Schnabel. Ich dachte schon, was ist das denn? Kann man das mitnehmen? Aber das ist dann wohl nicht so. Ja, da müssen wir doch irgendwie drankommen. Ah ja, man kann bestimmt... Oder kann man da hangeln? Wie kommt man da am besten hin? Ah ja, das geht tatsächlich. Perfekt. Und da kommen wir nämlich da an den Schalter dran. Sehr gut. Aber was passiert, wenn wir den ziehen?
das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.